Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms Force unter Belagerung. In der letzten Folge haben wir Mission Nummer 4 gemacht. Pharao, es reicht. Und haben aus irgendeinem Grund Gold bekommen, obwohl unsere Festung halb kaputt war, Wenneck halb tot war und es verdammt lange gedauert hat. Aber egal. Gizeh und Seth. Seth ist einkaufen gegangen und der Pharao ist kräftig angeschlagen. Ihr entschlossenes Durchgreifen in den Gräbern hatte ihn wanken gebracht. Es ist Zeit, die Aufgabe ein Ende zu führen. Vernichten Sie, was von den Verteidigungskräften des Pharaos noch übrig ist, und befreien Sie Gippen für immer aus seiner Tyrannei. Jedenfalls bis Seth wieder vom Einkaufen zurück ist. Okay. Ist das die letzte Mission? Klingt schon so nach Finalkampf irgendwie. Werden wir ja sehen. Letzte Mission war ja auch schon nicht ohne, würde ich sagen. Das Ruintal der Priester. Okay, wir sind zu viert, glaube ich. Das Heimatrevier des Pharaos. Mein Gott, der hat voll viele Waffen, Dinger. Seine Diener wirken so organisiert. Oh Mann, wir kommen dreifachen, vierfachen Schaden, glaube ich. Bedeutet das etwas? Was? Ja, tatsächlich. Der Pharao lebt. Wieder. Und er ist nicht besonders glücklich. Stammel, stammel, stammel. Ich bin nicht glücklich. Moment mal. Der Pharao erzählt seinen Soldaten etwas. Macht's alle kalt. Er sagt, seine Festung müsse überdauern. Sagt er das? Und die Türme könnten sein Schwachpunkt sein. Danke. Diese dummen Erzschurken, meine ich. Die fragen doch immer, wo ihre Schwächlinge liegen. Ihre Schwäche liegen. Meine Güte. Schon wieder so. Wo steckt denn Seth schon wieder? Die Schätze sind auf sich allein gestellt. Er ist doch einkaufen gegangen. Hast du nicht gesehen? Auf sie mit Gebrüll. Schon wieder? Na klar. Sie müssen um jeden Preis überleben. Ihre Festung muss um jeden Preis überdauern. Zerstören Sie die letzte Festung des Pharaos. Nutzen Sie die Schwachstellen in der Verteidigung des Pharaos aus. Ja, leichter gesagt als getan, ne? Ich jetzt mal so kackfrech sagen, so, wir sind zu viert. Geil. So, die Sache ist die, ich komme jetzt nicht wirklich dahin. Ja, Mörser habe ich unendlich, das war sehr gut. Und eine Balliste habe ich nur einmal, sehr gut. Vielleicht treffe ich ja. Nö. Nein, beweg dich doch weg. Machen Sie sich bereit. Oh Gott, die haben viel KP. Und da baut jetzt noch ein Turm. Wie soll ich denn bis dahin kommen? Von hier aus könnte ich da. Ja, ne? Aber die kommt wieder mit ihrem Bazookas, ist klar. Haben wir voll die Festungen oder so was, ey. Aber nein. Er könnte, glaube ich, ein bisschen länger dauern. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Daneben. Daneben. Sehr schön. Sie können ihre Balken als Schilde benutzen. Ja, ich weiß. So, das ist auch nur hier verbunden. Also lassen wir mal. Kommt da jetzt eine Pickpiste ein, oder? Das ist nicht mit dem Ding verbunden. Was? Ah. Mach mal ihr mal. Versuch mal. Jawohl, 4 AP. Da kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Na. Ja, im Turm kaputt hauen ist schön und gut, aber ich komme gar nicht dahin. Ich dachte hier, das wird auch miteinander verbunden, verdammt. Jetzt ist mein Turm voll ungeschützt wieder. Also wenn die meinen Turm kaputt machen, ist auch alles weg. Ist irgendwie klar.
wird. Ich glaube, ich tue echt einen Balken irgendwie hier drüber bauen, damit nicht alles kaputt geht. Warum baut ihr die Dinge überhaupt, wenn ihr sowieso hier mit dummen Granaten werft? Boah, wie die abgeht. Sehr schön. Pyramid Heads. Das ist wahrscheinlich auch nicht hier verbunden, ne? Und wenn das kaputt ist, dann genau das kaputt. Ich weiß nicht. Das war ein langer Sprung. So. So, jetzt müssen wir da irgendwas reißen. Ich muss da wahrscheinlich da hochbauen, ne? Wenn ich da hinten die Dinger erwische. Ich habe nur einen, verdammt. Davon habe ich drei und davon auch. Schnapp sie dir! Boah. 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 Jetzt der Turm. Wo ist er? Mach mal das hier platt. Taucht ja irgendwie eine Zahl auf, wenn das irgendwie kurz vorm Explodieren ist, oder? Ja, das war gut. Nein! Ey, jetzt war es wieder so klar. Boah, wissenschaftliches Labor. Genau so heißen die Dinger. Wurde zermalmt. Verdammt, hat eine Ding da hinten noch. Jetzt mich da. Boah, 3 KP. Boah, der war gut, ne? Ich dachte, neu erwischt, dann wäre noch besser gewesen. Dann wären die beiden Dinge auch weg. Dann hätten die keine wissenschaftlichen Labor mehr. Wahrscheinlich, wenn die mich einmal treffen, dann bin ich tot, ne? Mit all drei Dingern hier intakt. Nehme ich an. Geh weg. Oh, 60 Watt. Und so eine billige Granate hier. Hab ich auch so weit? Nö. Ich habe kein wissenschaftliches Labor, verdammt. So. Kann ich direkt schon hier ein Dings bauen? Nee. Wollen wir einen Dime bauen? Und versuchen wir mal da wieder ein bisschen Schaden anzurichten. So, oh, ein Super Nilpferd. Das könnte ich für Dings benutzen eigentlich. Was hat Dingen hier? Ja, damit müssen wir das Ding da hinten treffen, oder? Jawohl. Hab ich das Ding getroffen? Bams, ja, habe ich. Boah. Boah. Ja, läuft gut. Ich lasse mir Zeit, aber es funktioniert. Das Super Nilpferd kann ich gleich nochmal einsetzen, um irgendwie die Festung hier anzugreifen. Dann müsste das schon ein bisschen Schaden reichen. Und ja, mit seiner Bazooka, wie süß. Boink. What the heck are you shooting, Babs? Daneben. Alles klar, dann versuchen wir weiter uns da hochzubauen. Irgendwie da versuchen, irgendwie kaputt zu kriegen. Vielleicht kriege ich das ja auch mit dem Super Nilpferd jetzt hier geregelt. Das hat nicht so viel abgezogen, habe ich das Gefühl. Jetzt sehe ich 253, doch, das hat viel abgezogen, das hat sehr viel abgezogen. Ich bin sehr stolz auf dich, Super Nilpferd. Dein Opfer war gerecht.
Oh nein, er setzt sich da rein. Hätte ich mich auch so darum bauen können? Nee. Hätte ich mich da irgendwie bauen können? Keine Ahnung. Wie jetzt? Oh, die treffen gar nicht. Ne? Ha, deine Erdbeeren haben daneben geschossen. Was sagst du jetzt? Tut er nicht arm, ich denke über seinen Zug nach. Komme ich da nicht hoch? Kann ich so dahin? Ich dachte, ich könnte mich so da hochbauen und dann. Weiß nicht. Kann ich auch nicht. Nein, ich verschwende voll den Zug. Schnapp sie dir! Jetzt mal nichts drücken, damit ich das Ding auch irgendwie sehe. Was ist das? Eine Taube. Was? Was zum? Wie viel hat er abgezogen? Ich sehe schon wieder nicht. Schon wieder 200. Was? Schon wieder 253? Wir sind sowas von tot. Ich will da hochgehen, Mann. Ich habe so gedacht, ich könnte da von oben, wo der Turm da hinten ist, ey, von da könnte ich irgendwie abschießen. Aber nein. Ja, oh Mann. Da kommt schon wieder was geflogen. Eine Erdbeere. Ich fange sie mit meinem Mund. Oh nein. Nein, 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 nein. Ey, wie ist das denn? Jetzt ziehen die auf meinen Kackturm. Wenn er weg ist, dann... Boah. Warte, habe ich noch irgendwie was so... Verdammt. Nein, jetzt bauen die gleich meinen Kack-Dingen da ab. Das war vielleicht doof. Und ich kann wieder von vorne anfangen. So, ich habe da irgendwie was. Ich muss da irgendwie was haben, was da hinten so viel Schaden anrichtet. Wie viel KP hat denn das Ding noch? Der hat schon wieder was da hingebaut, ey. Reicht nie im Leben, oder? Boah, jetzt machen die meinen Turm kaputt und ich kann wieder von vorne anfangen. Das ist so dreckig. Das ist so dreckig hinterhältig. Oh nee. Ey, hör auf damit. Ich sehe die HP von dem Ding nicht. Ma. Boah, wenn die jetzt auf meinen Turm ziehen und den kaputt hauen, ne? Nein, das machst du jetzt nicht. Gott sei Dank. So hinterhältige Bastard, ey. Gibt's doch nicht. Da guckt sich da einer an, die ziehen voll darauf jetzt. Oh Mann, das ist nicht fair. Das ist so blöd, dass hier alles mit einem Turm verbunden ist hier. Warte, wenn ihr meinen Turm kaputt macht, gehe ich, komme ich euch darüber und zerballer eure verdammte Festung mit meiner Bazooka. So, irgendwie muss ich doch jetzt darüber kommen, oder? Den schnapp ich mir. Genau links, genau links. Genau links. Der Turm ist egal. Nee, da ist es. Genau, genau. Nach rechts, nach rechts. Das Ding meinetwegen ein bisschen mit. Okay, so, jetzt aber. Und weg ist das Ding. Bams. Sehr schön. Sie haben die Zivilisation gerettet. Eine Prinzessin geheiratet. Was? Ich will doch was singen sein. Naja, nicht ganz. Was? Wie kannst du das wagen? Aber sie haben die Zivilisation gerettet. Na, das ist ja auch was, ne? Klar, das Magenzeichen eines echten Helden. So ging Vennic Orm in die Geschichte ein. Hey, schauen Sie, Seth ist wieder da. Na, zurück vom Einkauf.
Er hat gefragt, ob er etwas verpasst hat. Er sagt, er sei im Verkehr stecken geblieben. Und dann hätte sein Kamel auch noch eine Panne gehabt. Ausreden, Ausreden, immer diese Ausreden. What, walk? Steht immer was in weißer Schrift, ey. So, was mit der ägyptischen Story? Und die speichern, na klar, fang mich da doch nicht mal, du dummes Ding, du, ey. Na, sehr schön. Gesehen und Seth und griechisches Intro, also schon wieder Gold, ey. Ägyptischer Hut, entführt, Horus und Affenbande. Na gut, dann haben wir diese Mission abgeschlossen und... Boah, geil. Kann ruhig griechisch sein im Hintergrund wieder. Ja, dann machen wir halt in der nächsten Folge, ne? Wir sind abgeschlossen, 26%. Wow, wir haben schon ein Viertel. Team-Option, ich will mal gucken. Sieht dieser ägyptische Hut irgendwie gut aus? Der da, oder? So, jetzt ist wieder dort, ne? Ja. Sehr gut, dann haben wir die ägyptische Story abgeschlossen. Finde ich sehr gut. Und wir machen uns dann nächstes Mal auf in die griechische Story mit unseren Hauptcharakteren, die Olympians. Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Worms Forts unter Belagerung. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.